Susul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, die letzte Folge war nicht ganz so erfolgreich. Wir sind an der Uni suspendiert worden. Aber jetzt können wir uns so lange dann erst noch mal ein bisschen mehr um unseren, unseren Job kümmern. Und ist das nicht ein wunderschönes Licht bei sengender Hitze? Denn wir haben hier eine Hitzewelle. 20.15 Uhr. Und es ist einfach extrem krass warm. Guck mal hier. Hitzewelle. Es ist Wahnsinn. Und die Voraussage sagt auch, dass es erstmal weiter bei einer Hitzewelle bleiben wird. Also, jetzt wäre ein Pool definitiv nicht schlecht. Ich war jetzt gefragt worden, ob ich nicht auch nochmal gucken möchte, dass ich hier nochmal irgendwie so eine Art Freibad aufbaue. Ich denke, ich werde auch nochmal in der Galerie gucken. Selbst bauen wollte ich jetzt erstmal keines. Allerdings habe ich auch überlegt, ob ich nochmal Baufolgen mache. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ich muss jetzt dringend, was habe ich? Ich bin angespannt. Warum? Unklare Anweisungen. Okay, ich habe nicht unbedingt die besten Informationen scheinbar bekommen zum Thema für unseren aktuellen Auftrag. Aber sie hat Referenzbilder studiert. Beziehungsweise ich. Warum habe ich keinen Ton? Aha, jetzt ist er wieder da. Wo habe ich denn mein Pen-Display abgelegt? Habe ich das gerade im Inventar? Ja, Grafiktablett. Das heißt, ich würde jetzt das Porträt anfertigen und hoffen, dass es abgenommen wird, weil das hat mich 100 Simoleons gekostet, damit überhaupt anzufangen. Das heißt, jetzt habe ich nur noch 93 Simoleons. Tut mir leid, Tobias, passt gerade nicht. Habe ich es fertig? Ja. Kann ich jetzt noch irgendwas daran verbessern? Noch optimieren? Oder wie sieht das jetzt aus? Okay, nee. Und jetzt im Inventar suchen. Das ist das Porträt, das ist die Fälschung. Ich habe hier zwei Fälschungen. Das ist das Porträt, das ist die Fälschung. An Kunden zur Abnahme schicken. Diese Arbeit entspricht nicht unserem Qualitätsstandard. Sie muss überarbeitet werden, bevor du sie wieder einreichen kannst. Okay, Freelance, überarbeiten, Porträt. Dann überarbeite ich es nochmal und hoffe, dass es dann passt. Bücher können am Computer. Aber warum bin ich denn da so schlecht mit? Ich könnte, was ich auch nochmal machen könnte, ist nochmal Bücher schreiben. Da bekommt man ja auch immer ein bisschen was raus. Obwohl, da verdient man halt wirklich mehr Geld mit, wenn man das als Job hat. Und ich wollte jetzt ja eigentlich meinen Freelance-Job nicht aufgeben, weil das entspricht halt dem, was ich quasi auch neben YouTube noch mache. Beziehungsweise neben der normalen Arbeit. Wenn ich dann wieder einen Job habe, momentan habe ich ja keinen. Ach ja, hier mit den... Ach ja, wenn ich die esse... lerne ich, glaube ich, Magie. Ja, dann werde ich besser. Aber warte mal, wie viel bringt mir das denn? Warte mal, ich gehe jetzt hier mal auf Partikel absorbieren. Ah, ich kann gerade nur einen. Wie viel bringt das denn? Viel nicht, aber ein bisschen was. Jetzt habe ich das aber wieder überarbeitet. Immer noch nicht. Aber guck mal hier, ich kann das andere, das kann ich verkaufen. Das brauche ich ja nicht mehr. Dann habe ich immerhin wieder 199 Simoleons. Ich
Weil da muss ich jetzt dringend hier fällig am Sonntag. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir kriegen jetzt eh nicht so das allergrößte Honorar. Wenn ich mal überlege, wir haben für das Malen 100 Simoleons bezahlt. Wir kriegen 175. Das heißt, für die ganze Arbeit, die wir haben, kriegen wir 75 Simoleons raus. Also das ist schon relativ wenig. So, ich schmeiß nicht mal etwas vorzeitig raus. Essen zaubern kann ich, glaube ich, noch nicht. Nee, das geht noch nicht. Das heißt, wir nehmen uns dann gleich ein paar Reste. So, einmal blitzblank gezaubert. Jetzt bin ich wieder sauber. Das ist schon praktisch. Oh, ein Obstsalat. Oh, lecker. Jetzt ist nicht mehr die Zeit für Obstsalat. Aber ich glaube, nächstes Jahr im Frühling mache ich mal einen. Ich hatte ein total tolles Rezept gesehen mit Feta, Erdbeere, Wassermelone und Gurke. Das finde ich mega cool. Und ich glaube, da war sogar noch grüner Spargel bei. Gut, das ist dann kein reiner Obstsalat mehr, aber ich finde, das klingt irgendwie voll cool. So, Outfits, zieh dir mal was an. Ich ziehe mir das an, weil es ist warm draußen. Immer noch die besagte Hitzewelle. Und ich muss immer noch das Porträt... Ich verstehe überhaupt nicht, warum, weil ich bin doch gar nicht so schlecht in Kunst. Das hatte ein Kunstlevel, glaube ich, von 2 oder was dafür gebraucht wurde, Kreativität. Malen. Und ich habe bei Malerei habe ich eigentlich Stufe 6. Also, oh, wir müssen dringend den Futternapf wieder auffüllen. Also ich verstehe gar nicht, warum das abgelehnt wurde. Bei so einem popeligen Job habe ich das nicht geschafft. Also es ist schon krass. So, wir füllen jetzt einmal die Schüssel auf und einmal füllen wir das Ding auf. Dann braucht es nicht direkt nachrieseln. Gott, wie viele schon. Ich habe unheimlich viele Fähigkeiten, aber nichts kann ich so richtig. Ja doch, kochen kann ich. Abgenommen. Dies ist genau das, was wir suchen. Mach weiter mit der großartigen Arbeit. Endlich. So, das heißt, wir müssen jetzt aber scheinbar noch bis Sonntag warten, bis wir 75 Simoleons kriegen. Das ist einfach lächerlich. Wir könnten aber hier... Wir könnten ein großes, realistisches Gemälde malen. Da geben wir nochmal 100 aus. Aber mit der Fähigkeit, die ich mittlerweile schon habe, dürfte das deutlich mehr an Gewinn bringen. Da bin ich jetzt einfach mal sehr, sehr optimistisch. Oh, guck mal! Und ich bin... Da habe ich der Tiermalerei verschrieben. Ja. Guck mal, können wir für 244 an Sammler verkaufen. Und es bringt sogar noch ein bisschen Ruhm. Seht ihr, haben wir 144 Simoleons Gewinn gemacht. Das ist doch auch mal was. Und ich wollte ja jetzt bei dem Wetter, werde ich wahrscheinlich eher weniger Yoga im Garten machen wollen, ganz ehrlich. Mich selbst im Spiegel bewundern, das könnte ich doch mal machen. Weil ich wollte ja gucken, dass ich mal wieder mehr von diesen Laufzeitbelohnungspunkten bekomme. Wie viel habe ich da eigentlich mittlerweile von? Hier, da wollte ich auch noch weitermachen. Level 10 der Fitnessfähigkeit erreichen und maximales körperliches Potenzial des Sims erreichen. Ich könnte mit Floki eine Runde joggen gehen. Joggen gehen. Dann habe ich auch noch ein bisschen... Ja, natürlich. Ich gehe bei dem Wetter mit ihm joggen, aber Yoga wollte ich nicht machen. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Hoffentlich kippe ich nicht wegen einem Hitzschlag um. Warum wollen die sich alle immer mit mir duellieren? Mit wem oder was jogge ich da? Loki?
Was? Ich verbrenne. Ableben durch Verbrennen. Rein. Rein da. Was stand da? Ich verbrenne. Hol mich nach drinnen oder ich muss leichtere Kleidung anziehen, bevor ich den Zorn der Sonne... Ich hab doch schon leichte Kleidung an. Hallo, Papa. Und tschüss, Papa. Oha. Mutigen Anmachspruch bei jemandem testen. Ich glaube, ich muss doch bald mal anfangen, einen Sim zu erstellen, einen männlichen für mich. Aber schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare. Zum einen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Zum anderen, soll ich direkt den Sim erstellen, der meinem Freund im echten Leben entspricht? Oder soll ich erstmal andere Männer kennenlernen und auch die ein oder andere Trennung durchmachen, bevor ich dann meinen Mr. Right treffe? Was meint ihr? Wie gesagt, wollt ihr direkt meinen Real-Life-Freund hier auch an meiner Sim-Seite sehen oder soll ich mich erstmal so ein bisschen, ja, soll ich erstmal so ein bisschen kennenlernen? Das interessiert mich. Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare und wie gesagt, gerne auch einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo und Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Macht's gut, bis dahin zur nächsten Folge Sims 4. Tschüss! Thank you.